Liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer, mein Name ist Isabel Seeger, Leitung von Arbeitsbereich 2 im Forum Frühkindliche Bildung Baden-Württemberg. Und ich begrüße Sie sehr herzlich bei der Sonderveranstaltung von Forum am Puls, aktuelle Themen aus dem frühkindlichen Bereich. Zu Beginn der Veranstaltung möchte ich Sie direkt darauf hinweisen, dass wir die heutige Veranstaltung für Dokumentationszwecke aufzeichnen werden. Die kostenfreie Vortragsreihe Forum am Puls findet immer am letzten Donnerstag im Monat online statt. Hier werden aktuelle Themen aus und für den frühkindlichen Bereich ins Gespräch gebracht. Referenten aus der Wissenschaft wie auch aus der Praxis stellen diese Themen vor, diskutieren sie, geben Impulse für pädagogisches Handeln und kommen mit Ihnen ins Gespräch. Es freut uns sehr, dass Sie sich für die heutige Kooperationsveranstaltung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und des Forums Frühkindliche Bildung Baden-Württemberg angemeldet haben und Interesse an dem Thema mathematische Vorläuferfähigkeiten spielerisch entwickeln haben. Unsere heutigen Gäste sind Frau Professorin Dr. Dagmar Bönig, Frau Dr. Lucia Teuscher und Herr Philipp Mohila. Ebenfalls begrüße ich ganz herzlich Frau Isipitio Becker, Leiterin von Referat 32 im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und meine Moderationskollegin Frau Daniela Utz, Referentin in Referat 32, die heutige Veranstaltung ebenfalls begleiten werden. Frau Anna Watzlawick und Herr Jan-Manuel Hufnagel vom Forum Frühkindliche Bildung moderieren den Chat und bieten Ihnen gerne auch technischen Support. Gerne können Sie all Ihre Fragen und Anmerkungen zu dem Impulsgespräch ab sofort in den Chat stellen. Diese werden wir dann im Anschluss an die Impulsvorträge unserer Referentin und unseres Referenten aufgreifen. Nun möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass die Präsentationen von unseren Gästen im Nachgang an die heutige Veranstaltung an Sie versendet werden. Ich darf nun das Wort an Frau Petilio Becker übergeben und wünsche uns allen eine interessante Veranstaltung mit anregenden Impulsen. Vielen Dank, Frau Seeger, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie heute hier an dieser Veranstaltung teilnehmen. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich bin Referatsleiterin im Kultusministerium und ich freue mich insbesondere, dass wir heute so viele namhafte Personen auch dabei haben, die zu dem Thema Alles zählt heute sprechen werden. Dieses Thema, welches wir alle aus dem Alltag der Kinder kennen. Denn wir beobachten, wie sie Dinge ordnen nach Farben, Größen, Formen, wie sie diese Dinge zählen, wie sie sie clustern, zusammenstellen, zusammenlegen, ist ein ganz wichtiges. Bei diesem Thema und bei diesen spielerischen Zugängen sammeln die Kinder ganz wichtige Erfahrungen, die es gilt, durch Sie als pädagogische Fachkräfte anzureichern. Wir haben im Rahmen des Konzeptes Kolibri oder, wie es ausführlich heißt, Kompetenzen verlässlich voranbringen, das IBBW beauftragt, Materialien zu der Thematik mathematische Vorläuferfähigkeiten zu erstellen. Ziel ist es dabei gewesen und ist es noch, Sie als pädagogische Fachkräfte zu unterstützen in der Praxis und Ihnen zu helfen, dass Sie die Kinder im Sinne von fördern, aber auch fordern, begleiten und unterstützen können. Die Materialien sollten dabei anregend, fundiert und gut und schnell in der Praxis einsetzbar sein. Es entstanden so unter der Federführung von Frau Dr. Teuscher und Herrn Mohila Praxiskarten als Kernstück dieser Materialien, ein begleitendes Praxisheft mit weiteren Ideen und ein Heft mit mathematischem Fachwissen. Das Material ist ansprechend gestaltet,
Und hierfür dem IBBW-Team nochmals meinen ganz herzlichen Dank. Danken möchte ich aber an dieser Stelle auch den Mitwirkenden an dieser heutigen Veranstaltung, insbesondere Frau Professorin Dr. Bönig. Herzlich willkommen, wenn auch virtuell in Baden-Württemberg, und natürlich zu dieser Veranstaltung. Auf Ihren Vortrag freuen wir uns nachher. Und ich danke ganz, ganz herzlich dem Team aus dem Forum, die hier mit ihrer hervorragenden Arbeit, Vorleistung, Hilfestellung, technischem Know-how diese Veranstaltung ermöglichen. Jetzt möchte ich aber diese Veranstaltung nicht länger verzögern. Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einen riesengroßen Gewinn dabei. Alles Gute. Vielen Dank, Frau Seeger, für die freundliche Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung. Und vielen Dank, Frau Petir-Becker, auch für die einführenden Worte. Auch ich wünsche Ihnen im Namen des Kultusministeriums einen schönen Nachmittag und freue mich auf die nächsten 1,5 Stunden. Nach Gerd Schäfer bedeutet Bildung für Kinder allgemein einen vielfältigen Zugang zur Welt zu entwickeln, dabei soziale Beziehungen einzugehen und eine Lebens- und Selbsterfahrung aufzubauen. Einen dieser vielfältigen Zugänge zu unserer heutigen Welt ermöglicht uns die Mathematik. Welch wichtige Rolle die frühe mathematische Bildung bei Kindern für das Verstehen und Entdecken unserer Welt demnach spielt, ist uns sicher allen bewusst. Das Wissen über mathematikdidaktische Grundlagen im Zusammenspiel mit konkreten praktischen Umsetzungsideen sind für ihre alltägliche Arbeit mit den Kindern daher von zentraler Bedeutung. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir Frau Professor Dr. Dagmar Bönig heute in unserer Veranstaltung begrüßen dürfen. Frau Professor Dr. Bönig arbeitet als Professorin für Didaktik der Mathematik an der Universität Bremen und wird uns mit ihrem Vortrag einen Einblick in die wissenschaftliche Sicht der frühen mathematischen Bildung bei Kindern ermöglichen und diesen mit praktischen Beispielen veranschaulichen. Liebe Frau Bönig, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute. Ich wünsche Ihnen bei dem Vortrag viel Freude und gewinnbringende Impulse für Ihre Arbeit mit den Kindern. Ja, danke schön, Frau Utz, für diese netten Worte zur Einleitung. Ich gebe mal eben meinen Bildschirm frei, sodass wir dann auf die Dinge gucken können. Ich hoffe, Sie können das jetzt alle sehen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Ihnen aus der mathematikdidaktischen Perspektive etwas über das Mathematiklernen in der Kita darbieten kann. Ich habe den Untertitel so gewählt, was alles zählt, passend zu dem Programm Alles zählt. Ich würde gern eine Bemerkung noch vorweg machen. Da diese Veranstaltung aufgezeichnet wird, habe ich auf Kinderfotos verzichtet. Es gibt eine Reihe von Kinderfotos, die wir haben, aber die Rechte, die im Internet irgendwie veröffentlichen zu dürfen, die haben wir von keinem einzigen Bild. Und deshalb wird das jetzt sozusagen ohne Kinderfotos vonstatten gehen müssen. Da mussten wir jetzt leider Kompromisse machen. Ja, was habe ich heute vor? Ich möchte Ihnen zunächst einen ganz kurzen Einblick, so grundlegende Anmerkungen zum frühen mathematischen Lernen geben. Da will ich nochmal eingehen auf Vorlauffähigkeiten versus Basiskompetenzen, die Bedeutsamkeit mathematischer Bildung in der Kita kurz herausstellen, auf die Perspektive anschlussfähigen Lernens eingehen und die Leitideen der Bildungsstandards, die für den Grundschulbereich Gültigkeit haben, Ihnen noch einmal etwas nahebringen als Möglichkeit der Orientierung in der Art und Weise, wie Sie in der Kita arbeiten und Lernangebote gestalten. Und dazu werde ich insbesondere zu den allgemeinen mathematischen Kompetenzen 2 Beispiele Ihnen zeigen. Im zweiten Teil geht es dann um die Förderung der mathematischen Kompetenzen in der Kita, so wie es auch in dem Programm Alles zählt gedacht ist.
Ich gehe nochmal ein auf Lerngelegenheiten, die sinnvoll sind aus wissenschaftlicher Perspektive und stelle Ihnen zwei zentrale Anforderungen, die sich herauskristallisiert haben seit der nunmehr jahrelangen Forschung in diesem Bereich, die über den Erfolg dieses mathematischen Lernens entscheiden. Das ist einmal das mathematische Potenzial und ebenso, wenn nicht wichtiger, die adaptive Lernbegleitung. Und das Ganze mündet noch einmal in einer kurzen Zusammenfassung. Ja, wir steigen ein bei dem frühen mathematischen Lernen und dem Begriffspaar Vorläuferfähigkeiten und Basiskompetenzen. Das Wort Vorläuferfähigkeiten wird sehr häufig als Sammelbezeichnung von Kompetenzen genutzt, die vor der Schule erworben werden und sollen einfach bedeutsame Fähigkeiten fokussieren. Und bezogen auf die Mathematik sind das insbesondere Fähigkeiten des Zahlbegriffs, die nachweislich, das haben etliche empirische Studien bestätigt, Einfluss haben auf den Schulerfolg. In der Mathematikdidaktik nutzen wir dieses Wort eigentlich eher weniger und das hat verschiedene Gründe. Einen hat Anna-Susanne Steinweg, und da habe ich das Zitat Ihnen hier abgedruckt, aufgelistet. Es ist äußerst schwierig im mathematischen Lernen zu entscheiden, wann ist etwas eine Vorläuferfähigkeit und wann fängt eigentlich die Mathematik an. Das könnte ich bei vielen Dingen auch nicht entscheiden. Ist das Zählen denn Mathematik oder ist es eine Vorläuferfähigkeit? Das ist das eine. Und das, was ich mindestens ebenso wichtig finde, ist, dass sehr häufig mit diesem Begriff Vorläuferfähigkeiten vielleicht gar nicht bewusst, aber doch zumindest indirekt kolportiert wird, dass das etwas ist, woran sich die Kita zu orientieren hat, um die Kinder sozusagen vorzubereiten auf das, was in der Schule dann an Mathematik beginnt. Und das, finde ich, wird der Rolle, die Sie als pädagogische Fachkraft im Elementarbereich haben, nicht gerecht. Deshalb benutze ich das Wort Basiskompetenzen. Zur Bedeutsamkeit der mathematischen Bildung in der Kita gibt es mittlerweile zahlreiche empirische Belege. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Die haben sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass die Fähigkeiten, die Kinder am Anfang der Schule, also sprich am Ende der Kita haben, eine maßgebliche Vorhersagekraft für Schulerfolg sind. Besonders relevant sind Basiskompetenzen im Bereich des Zählens, also das Vorwärts- und Rückwärtszählen sowie das Weiterzählen. Dann geht es um die Mengenerfassung. Da geht es insbesondere darum, kleine Mengen auf einen Blick zu erfassen. Das geht bei kleinen Kindern etwa bis 4, 5. Erwachsene schaffen das manchmal bis 7, ohne zu zählen. Dann geht es aber auch um frühe geometrische Fähigkeiten, Formen zu erkennen, Formen legen und generell um Strukturierungsfähigkeiten, was Sie einfach bei mathematischen Mustern brauchen. Darauf komme ich später auch noch einmal zu sprechen. Sie haben nicht erst bei Schulbeginn, sondern bereits in der Kita eine richtig große Heterogenität mathematischer Leistungen. Und in der Kita ist das immer eine große Herausforderung, weil sie ja auch eine Bandbreite von Altersgruppen in einer Gruppe haben, dem gerecht zu werden, weil das erfordert, dass sie bei der Auswahl ihres Angebots so den Blick so darauf richten, dass alle Kinder unabhängig von ihrem mathematischen Leistungsstand mit einsteigen können und gewinnbringend an diesem Angebot teilnehmen können, so gut es zu dem Zeitpunkt eben geht. Die Anschlussfähigkeit ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Ziel, was Sie im Auge behalten müssen, in dem Sinne, dass es Kindern gelingen muss, in der Grundschule nachher weiterzulernen, ohne dass es inhaltlich Brüche gibt. Das bedeutet nicht, dass in den verschiedenen Institutionen die mathematischen Lernprozesse in der Art, wie sie gestaltet werden und wie sie begleitet werden, völlig identisch sind, sondern diese Unterschiede haben aus meiner Sicht vollends Berechtigung. Das heißt, eine Kita muss nicht sozusagen wie Schule gestaltet werden und umgekehrt muss natürlich Schule auch nicht wie Kita gestaltet werden, wobei es immer wieder Punkte gibt, wo beide Institutionen aus meiner Sicht voneinander lernen können.
Was aber sein muss, ist eine Kohärenz von Lernangeboten, und das ist zu erreichen, indem man sich zum Beispiel an den mathematischen Leitideen orientiert. Welche das sind, zeige ich Ihnen gleich. Durch eine Abstimmung der Bildungspläne und durch inhaltsbezogene Kooperation der beteiligten pädagogischen Fachkräfte aus Kita und Schule. Sobald dieses gewährleistet ist, und das sehe ich in Ihrem Programm, alles zählt, auf jeden Fall von den Rahmenbedingungen erfüllt, ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass die Art und Weise, wie die Dinge gestaltet werden in der Kita, kein Umkrempeln dessen bedeutet, was Sie sonst in anderen Bereichen tun. Das Ziel dieses frühen mathematischen Lernens ist die Entwicklung eines grundlegenden mathematischen Verständnisses, deshalb ja auch das Wort Basiskompetenzen. Und da geht es zum einen darum, dass man sich überlegt, welche Inhalte sind da eigentlich relevant? Und zum zweiten, wie werden denn Lernaktivitäten in dieser Altersgruppe gestaltet? Und jetzt zeige ich Ihnen das, was für den Primarbereich Gültigkeit hat. Das ist diese Unterteilung in allgemeine mathematische Kompetenzen. Das ist für den Primarbereich das Problemlösen, das Kommunizieren, das Argumentieren, das Darstellen und das Modellieren. Das bezieht sich darauf, wie die Mathematik dort erlebt werden soll von Kindern. Und dann gibt es die entsprechenden Inhalte. Die habe ich jetzt hier grün markiert. Also in den grauen Feldern sehen Sie Zahlen und Operationen, Raum und Form. Das ist der geometrische Bereich, Größen und Messen und Datenhäufigkeit und Wahrscheinlichkeit. Gerahmt wird das Ganze von dem Bereich Muster und Strukturen oder von dieser Leitidee, weil das etwas ist, was all diese Bereiche durchzieht und für das Fach Mathematik absolut zentral ist. Und für die Kita habe ich bei den allgemeinen mathematischen Kompetenzen, da kann man sicherlich drüber streiten, da würde ich das Modellieren rausnehmen, aber die anderen vier können auf jeden Fall sinnvoll konkretisiert werden. Und bei den inhaltsbezogenen Kompetenzen, da habe ich die dreimal grün markiert, die auch in dem Programm alles zählt, alle mit berücksichtigt werden, und das ist aus meiner Sicht absolut sinnvoll. Warum orientiere ich mich an diesem Modell? Zunächst einmal ist die Art und Weise, wie Mathematik angegangen wird, ein zentraler Punkt, der sowohl in der Primarstufe, aber auch im Elementarbereich noch deutliches Entwicklungspotenzial hat, also diese allgemeinen mathematischen Kompetenzen wirklich leben zu lernen. Und deshalb will ich Ihnen da jetzt ein paar Beispiele zu zeigen, damit Sie eine Idee haben, was das meint. In diesem Fall, ist ein Beispiel meiner Mitarbeiterin, die ein Konzept entwickelt hat, Mathematik erfinden. Die Kinder haben hier eine riesige Menge von 1-Cent-Stücken bekommen mit dem Auftrag, Mathematik zu erfinden, ohne dass die genau wussten, was das jetzt heißt. Und die Kinder haben dann solche Gebilde gelegt. Ich nenne die jetzt hier mal Dreiecke, weil sie diese Dreiecksform haben. Ein Kind hat eben dann nicht nur solche kleinen Dreiecke gelegt, wie das Kind oben, sondern größere Dreiecke versucht, unterschiedlich gut gelungen. Und am Ende haben diese Kinder hier ein riesengroßes Dreieck versucht zu legen und sind noch dabei, ein paar Zeilen auszufüllen. Ein Kind hat das zeichnerisch dokumentiert. Das ist auch immer etwas, was in diesen Gruppen, die das benutzen, als am Ende gemacht wird, um, wenn man den Tisch wieder abräumen muss, um die Sachen festzuhalten. Das kleine Dreieck, die weiteren Dreiecke, und auch da sehen Sie, die ersten sind gelungen, bei dem anderen, bei dem letzten in dieser Reihe ist das noch nicht der Fall. Da fehlen noch die, die in der Mitte sind. Und das größte Dreieck, was dieses Kind aufmalt und jeweils in den Zeilen auch dran schreibt, wie, welche Anzahl von Centstücken dort zu finden sind, ohne dass eine Erzieherin dies irgendwie eingefordert hat, macht sehr deutlich,
dass Kinder sehr unterschiedlich weit gehen können und dass es etwas ist, wo Kinder Herausforderungen begegnen, denn das ist nichts, was sie von vornherein bereits hinbekommen haben. Die brauchen auch eine ganze Weile, um das überhaupt so zu legen. Und deshalb spricht man an der Stelle, weil es keine Routineaufgabe ist, von Problemlösen. Und das ist das, was zutiefst mathematisch ist und deshalb wichtig zu fördern. Ein zweites Beispiel, wo das nicht so frei entstanden ist, sondern da gab es einen ganz gezielten Arbeitsauftrag, ein vorgegebenes Muster, ein geometrisches Muster, sollte das Kind weiterlegen. Und die Erzieherin fragt dann, wie kannst du dir das eigentlich so schnell merken? Ja, ich sehe doch blau und gelb. Gelb ist so schräg im Blau. Ich brauche immer, dann schnell zählt er schnell nach, 3 gelbe, 6 blaue für 1. Und dann geht es immer so weiter. Und das können Sie sehen, dass das Kind das auch in dem zweiten Schritt, den es dort tätigt, genauso macht. Das kann aber auch etwas anders aussehen, nämlich zum Beispiel so wie in diesem Beispiel. Wenn Sie dort das nachgelegte Muster des Kindes sehen, dann passt das nicht so recht zu dem, was in der Vorlage dort ist. Deshalb fragt die Erzieherin, siehst du, dass auf dem Bild immer abwechselnd rote und gelbe Würfel liegen, in der Hoffnung, dass das Kind das jetzt wahrnimmt? Und das Kind sagt einfach, ja, ist bei mir auch so. Und jetzt muss man sicherlich darüber streiten, rote und gelbe Würfel abwechselnd, was meint es eigentlich? Und so ganz allgemein, umgangssprachlich gesprochen, stimmt es natürlich bei diesem Kind auch. Und möglicherweise ist dieses Kind eben noch nicht so weit so zu erkennen, wie das hier im Einzelnen ausschaut mit dem Abwechseln. Und es ist okay, es ist dann ein Signal an die Erzieherin, dass das möglicherweise erst ein nächster Entwicklungsschritt ist. Dennoch kann ein Kind das versuchen. Das Argumentieren ist im Bereich von Kita wahrscheinlich am ehesten mit Begründen oder Erklären zu übersetzen. Und auch da zeige ich Ihnen ein Beispiel. Hier sind Kinder damit beschäftigt, Plastikeier in Eierschachteln zu füllen. Und dabei fand sich folgende Situation. Die Erzieherin fragt, kannst du mir sagen, wie viele Eier in deine Schachtel hineinpassen? Ein Kind sagt, fängt an, während ein anderes noch zählt. Das sind 6. Und die Erzieherin fragt sehr schön, woher weißt du das? Na, 3, 3. Und nochmal fragt die Erzieherin nach, sie hätte sich damit auch zufrieden geben können, weil sie sicherlich gewusst hat, was das Kind meint, aber möglicherweise die anderen Kinder, die zuhören, nicht. Und deshalb fragt sie, wie 3, 3? Na, siehst du nicht? Das sind 3 und zeigt dann jeweils auf die Dreierreihen in der Schachtel. Und nochmal 3. Ein anderes Kind, nein, das sind 2 und 2 und 2 und zeigt dann auf die entsprechenden Reihen. Und Lukas, der inzwischen auch zu Ende gezählt hat, sagt, ja, das sind 6. Verschiedene Vorgehensweisen von Kindern, sicherlich an ihr mathematisches Leistungsniveau angepasst, sehr unterschiedlich. Aber die Erzieherin kann das hier gut heben. Und das, was die Kinder hier tun, das würde ich mit Begründen bezeichnen. Begründen zu ihrer Lösung, wie sie dazu gekommen sind. Ja, das zu den allgemeinen mathematischen Kompetenzen. Warum finde ich es wichtig, dass man diese Orientierung einnimmt? Es geht mir überhaupt nicht darum, Kita zu verschulen. Das haben Sie hoffentlich aus den vorherigen Anmerkungen von mir schon entnehmen können. Aber ich finde, es ist hilfreich in Bezug auf die Kontinuität in der Bildungsbiografie, diese Unterscheidung zwischen allgemeinen und inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen gibt es bis hinauf in die Hochschullaufbahn. Und das hat einen gewissen Charme für eben diese Kontinuität in der Bildungsbiografie. Aus meiner Sicht erleichtert es die Kommunikation zwischen pädagogischen Fachkräften, aber es erleichtert auch die Kommunikation mit den Eltern, weil sie nicht immer wieder über andere Dinge reden müssen. Und es hilft auch, mir zumindest in der Konzeption mathematikhaltiger Situationen in der Grundschule, wenn ich auf diese Dinge schaue. Ja, ich bin jetzt bei meinem zweiten Teil. Was müssen Sie beachten bei der Förderung mathematischer Kompetenzen in der Kita? Wie ist da im Moment der Stand in der Forschung?
Was eindeutig klar ist in den letzten Jahren ist, und das ist, glaube ich, von den MathematikdidaktikerInnen wird das ausnahmslos geteilt, dass Mathematik in der Kita alltagsintegriert erfolgen sollte. Wir haben das in unserem Bereich immer in diese vier Bereiche nochmal unterteilt, damit Sie so eine Idee haben, was alltagsintegriert denn heißen könnte. Es könnte zunächst einmal eine sehr, sehr offene Alltagssituation sein, die sich ergibt in dem Alltag der Kinder, die möglicherweise gar nicht mathematisch fokussiert wird, wenn zum Beispiel Kinder irgendetwas legen mit Material. Ich kenne viele Kitas, die mit bildungsübergreifenden Projekten arbeiten. Auch dort kann man den Fokus auf die Mathematik richten. In dem Beispiel, was ich hier oben abgedruckt habe, ging es darum, ein Bild, das ist der Löwe von Venedig, den sollten die Kinder nachstellen und hatten Material bzw. Zeichenstifte zur Verfügung. Dann gibt es die Rubrik der Spiele, der Regelspiele. Das, was ich Ihnen hier abgedruckt habe, ist ein Spiel, was Sie im Bereich Größen und Messen nutzen können. Da ist der Wurm drin, heißt das, einfach auf dem Spielemarkt erhältlich. Bei diesen Spielen gibt es tatsächlich mehrere Untersuchungen, die sehr deutlich nachweisen, dass Kinder dabei mathematisch lernen, wenn sie spielen und wenn die pädagogischen Fachkräfte als MitspielerInnen fungieren. Und dann gibt es auch Bilderbücher, da können Sie nicht jedes nehmen, aber einige, die sozusagen einen mathematischen Kern haben. Auch da habe ich hier Ihnen ein Beispiel abgedruckt, es fährt ein Boot nach Shangri-La, was Sie gut nutzen können, indem Sie mit dieses Buch nicht nur Kindern vorlesen, sondern in Anlehnung an das, was dort im Buch entsteht, mathematische Handlungsaktivitäten anbieten im Kontext dieses Buches, ist das für Kinder hoch motivierend. Das haben wir immer wieder erlebt. Ja, diese vier Dinge nehme ich jetzt einfach mal stellvertretend für dieses Alltagsintegrierte. Und worauf Sie dann achten müssen, ist, dass die Alltagssituationen möglicherweise noch gar nicht mathematisch fokussiert werden. Bei Projekten, da hängt das ein bisschen davon ab, wie Sie als pädagogische Fachkraft das steuern. Bei den Bilderbüchern entscheiden Sie sich für Bilderbücher mit mathematischem Fokus und bei den Regelspielen ebenso. Das heißt, je mehr Sie weiter in dieser Spalte nach rechts gehen, desto mehr nimmt die Vorstrukturierung zu und Sie haben eine Fokussierung auf den mathematischen Gehalt. Sie brauchen aus meiner Sicht beides. Und das ist in diesem Programm Alles zählt, Mathe im Kita-Alltag, sehr schön verankert. Ich habe aus dem Begleiterheft ein Zitat herausgenommen, wo das sehr deutlich wird. Es ist zu empfehlen, dass Fachkräfte ausgehend von spezifischen Beobachtungen und Dokumentation gezielte Lerngelegenheiten schaffen und Impulse geben, um Bildungsprozesse herauszufordern und voranzubringen. Die Dokumentation und Beobachtung, die kann selbstverständlich auch in diesen Alltagssituationen passieren. Aber wie gesagt, manchmal müssen Sie dann den Fokus auf die Mathematik selber noch richten, während bei den spezifischen Lerngelegenheiten wählen Sie so aus, dass bereits die Mathematik Thema ist. Und auch dazu will ich Ihnen noch mal ein Beispiel geben. Das ist diese Figur, die ich am Anfang gezeigt habe. Das ist etwas, was Yara gelegt hat aus kleinen bunten Würfeln. Und die Erzieherin fragt sehr offen, Yara, was hast du da gelegt und wie hast du das geschafft? Die gelben Vierecke teilen eine Seite und die sind gleich groß. Wie ein Hut, wie zwei halbe Hüte. Und blau und lila wechseln sich immer ab. Ich habe jetzt die Teile rausgenommen aus dem Gespräch, die Mathematik fokussieren. Und hier können Sie sehen, das ist alles etwas, was sich im Bereich der Geometrie bewegt. Aber das Kind nennt es von alleine. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, einen oder mehrere dieser Aspekte, die das Kind nutzt, zu vertiefen. Bei der Achsensymmetrie, wenn Sie das vertiefen wollen, könnten Sie dem Kind zum Beispiel einen Spiegel hinstellen und einfach gucken, was passiert, wenn Sie den nur reingeben.
Also solche Situationen können im Alltag entstehen. Sie können sie zu mathematischen Lerngelegenheiten ausbauen. Aber wenn Sie das nicht tun, dann passiert da eben auch möglicherweise gar nichts Mathematisches. Da müssen Sie schon mit der Brille, mathematischen Brille, suchen gehen. Wenn Sie aus diesen vier Situationen, die da möglich sind, schauen, wie Sie Ihr Lernangebot vor Ort stricken, dann ist es günstig, auf ein paar Dinge zu achten, die ich bei meinem Kollegen Günther Krauthausen sehr schön zusammengefunden habe. Und er spricht von reichhaltigen Lernsituationen und ich habe das Wort Spiel jetzt hinzugefügt. Das sind Situationen, die Zugänge auf unterschiedlichen Niveaus erlauben. Erinnern Sie sich, die Heterogenität der mathematischen Leistungen variiert sehr stark, auch schon in der Kita. Und dann sind Aufgabenstellungen immer gut, die Kindern es ermöglichen, unterschiedliche Bearbeitungswege von sich aus einzuschlagen und damit auch unterschiedliche Niveaus zu erreichen. Im Grundschulunterricht spricht man da von natürlicher Differenzierung oder Selbstdifferenzierung, wo die Kinder sozusagen entscheiden über die Art und Weise, wie sie auf diesen Inhalt zugehen. Und sie ermöglichen schön eine Verzahnung inhaltlicher und allgemeiner mathematischer Kompetenzen. Das mathematische Potenzial alleine ist natürlich schon etwas, was ihnen die Möglichkeit gibt, dass Kinder daran lernen können. Aber, und das ist aus meiner Sicht ein absolut zentrales Phänomen oder Punkt, den Sie beachten müssen. Es ist nämlich die adaptive Lernbegleitung der pädagogischen Fachkraft. Und auch dazu gibt es mittlerweile in wirklich zahlreichen Untersuchungen das Ergebnis, dass das die Schlüsselvariable für mathematisches Lernen ist. Und die Qualität dieser Interaktion, jetzt bezogen auf die mathematische Komponente zwischen Fachkraft und Kindern, die entscheidet darüber, wie viel ein Kind lernt. Das gilt insbesondere für die Kinder, die vielleicht zu Mathematik keine so große Affinität haben. Die anderen, die lernen immer trotz allem, was sonst an Widrigkeiten passiert. Aber die, die vielleicht Schwierigkeiten haben oder von sich aus die Mathematik nicht so gerne anrühren, weil sie vielleicht selber merken, sie kriegen das nicht so gut hin. Für die ist es unabdingbar notwendig, dass sie dass die Qualität der Interaktion da sehr ausschlaggebend ist. Und auch das habe ich gefunden in dem Begleitheft sehr, sehr schön umgesetzt, dass es nicht nur um das mathematische Potenzial geht, sondern dass es darum geht, dass natürlich in der Situation, die Sie da vor sich haben, das Potenzial erkannt wird, aber dass es dann auch um Impulse gehen muss, damit dann Lerngelegenheiten für Kinder mathematischer Art auch wirklich entstehen können und es Kinder weiterbringt. Ja, ich komme zum Schluss. Was zählt denn jetzt alles für frühes mathematisches Lernen? Aus meiner Sicht als erstes die Orientierung an dem kindlichen Interesse, aber auch in gleicher Weise die Orientierung an dem Fach. Sie sollten nichts auswählen, wo ein Kind zum Beispiel in der Grundschule umlernen muss. Es gibt da so einige Programme von früher, wo es darum geht, dass Zahlen in Geschichten verpackt werden. All das ist nicht notwendig und kontrarieriert an einigen Stellen das, was wir inhaltlich eigentlich anstreben. Wichtig ist nicht die Art und Weise, wie Sie arbeiten in den verschiedenen Institutionen. Es kommt aber darauf an, dass auf der Ebene des Kindes, des Faches und der Fachkräfte Anschlussfähigkeit gewährleistet wird. Die alltagsintegrierte Förderung in Form dieser Untergliederung in Alltagssituationen, Spiele, Bilder, Bücher, Projekte ist etwas, was sich in vielen empirischen Untersuchungen als auf jeden Fall gewinnbringend für das mathematische Lernen der Kinder erwiesen hat. Bei den entsprechenden Situationen suchen Sie die aus, die mathematisch sehr viel hergeben. Und das Letzte, was ich eben gesagt habe, die adaptive Lernbegleitung. Ja, damit bin ich auch schon am Ende und wünsche Ihnen, dass Sie nicht immer Mathe in der Kita benutzen, aber es vielleicht immer öfter machen. Denn
auch wenn Sie selber vielleicht eine durchaus ambivalente, wenn nicht gar negative Einstellung zum Fach Mathematik aus Ihrer eigenen Schulzeit noch mitschleppen, dann schauen Sie einfach, was Ihre Kinder machen. Denn es ist manchmal ganz zauberhaft, wie sehr die sich in Mathematik reinwuseln und wie dankbar sie sind, wenn sie solche Angebote bekommen. Ja, und dafür wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie mit diesem Programm wunderbare Ideen entwickeln, die Sie und die Kinder weiterbringen. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Dr. Bönig, für die interessanten Ausführungen und die vielfältigen Impulse zur Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen, welche Sie uns vorgestellt haben. Danke Ihnen. Mit der Idee, konkrete Beispiele und wissenschaftliche Grundlagen für Sie in der frühkindlichen mathematischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen in einem praxisnahen Paket zu bündeln, hat sich eine Projektgruppe intensiv auseinandergesetzt und das Material Alles zählt Mathe im Kita-Alltag entwickelt und erprobt. In diesem Projektteam wurden die Expertisen von Wissenschaftlern und verschiedenen pädagogischen Fachkräften vereint und genutzt. Ich freue mich sehr, dass wir zwei Vertreter dieses Projektteams für unsere Veranstaltung heute gewinnen konnten, die uns das Material Alles zählt Mathe im Kita-Alltag vorstellen werden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Lucia Teuscher vom Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg und Herr Philipp Mohila, Erzieher und Grafiker des Materials. Nun bleibt mir nicht mehr zu sagen als viel Spaß und Freude bei der Vorstellung von Alles zählt Mathe im Kita-Alltag. Ja, vielen Dank, liebe Frau Unst, und vielen Dank auch, liebe Frau Bönig, für Ihren sehr spannenden Vortrag und die sehr passenden Verweise zu Alles zählt. Wir freuen uns wirklich sehr, heute das Material Alles zählt, Mathe im Kita-Alltag, vorstellen zu dürfen. Für uns ist das eine ganz bedeutsame Veranstaltung. Denn mit dieser Veranstaltung geht das Produkt, in dem auch wirklich viel Herzblut steckt, in die Praxis. Vorab, es handelt sich bei Alles zählt um ein Teamprodukt, also eine Teamproduktion, an der Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissenschaft und vor allem auch zahlreiche Kitas und Personen aus der Praxis beteiligt waren. Ich möchte es deshalb nicht versäumen, schon zu Beginn allen zu danken, die an der Entstehung und an der Pilotierung mitgewirkt haben. Vielen Dank für die vielen Praxisbeispiele. Sie sehen hier nur einen kleinen Auszug an den Bildern und die fachliche Expertise, die von Ihnen und euch eingebracht wurde. Es erwartet Sie nun eine Vorstellung der Materialien und außerdem zeigen wir zentrale Evaluationsergebnisse aus der Pilotphase, in der das Material in 15 Kitas im Land Baden-Württemberg erprobt wurde. Ich übergebe nun das Wort an Philipp Mohila, der pädagogisch mitgewirkt hat, als Erzieher nämlich, und außerdem das Material gestaltet hat und gelayoutet hat. Jetzt bin ich, glaube ich, zu hören. Ne? Hallo. Genau. Wir wollen uns mal jetzt das anschauen, das Material. Zunächst zum Namen des Projekts. Alles zählt. Damit ist nicht nur gemeint, dass alle Kinder zählen lernen. Also nicht nur das 1, 2, 3, sondern dass wirklich jeder einzelne Impuls, den wir im pädagogischen Alltag geben, in der frühen mathematischen Bildung eine Rolle spielt. Das alles zählt. Und sei der Impuls auch noch so klein. Sei es, dass wir die Kinder im Alltag häufig selbstständig zählen lassen oder ob sie selbst Zeit messen, etwa wenn sie um herauszufinden, wann das nächste Kind in der Reihe ist zum Schaukeln nach 5 Minuten, oder dass wir vor jedem Aufräumen gemeinsam einen Countdown machen oder dass wir dann die Gegenstände sortiert aufräumen, etwa alle Tiere in die eine und alle Autos in die andere Kiste, also wirklich schon klassifizieren. Oder dass wir die Rollenspiele im Kaufladen pädagogisch begleiten, wenn es ums Bezahlen und Abzählen der Ware geht. Das alles zählt, wenn es um die mathematischen Basiskompetenzen geht. So, jetzt sind wir alle ganz gespannt. Jetzt zeigen wir Ihnen endlich mal das Material.
Wie Sie nämlich diese ganzen Impulse im Alltag umsetzen, schauen wir mal in die Mappe rein. Ich mache die jetzt mal ganz magisch auf. So. Sie sehen links in der Mappe eine Beschreibung der Materialien und rechts im Schubfach sind die alle eingelegt. Wir holen sie jetzt mal raus. So, das sind nämlich im Wesentlichen diese drei Komponenten. Zum einen das Begleitheft mit den wissenschaftlichen Hintergründen, die 16 Impulskarten und das Praxisheft passend zu den Impulskarten. Ja, werfen wir zuerst einen Blick in das blaue Begleitheft. Dieses Heft bildet das theoretische Fundament für das gesamte Arbeitsmaterial. Es kann als Fachlektüre von pädagogischen Fachkräften genutzt werden. Es eignet sich aber auch als Grundlage für Elternabende oder für Lehrveranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen und Qualitätsentwicklungsprozesse. Sie merken, neben pädagogischen Fachkräften werden damit auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wie Kita-Leitungen, Lehrende, Fortbildende oder Fachberatungen angesprochen. Ein fachwissenschaftlicher Beitrag von Herrn Professor Wittmann von der PH Freiburg bietet Grundlagen zur frühen mathematischen Bildung. Es geht also um ganz zentrale Fragen wie: Welche Bedeutung haben Muster und Strukturen? Wie erfassen Kinder Mengen? Was ist der Unterschied zwischen Ziffern und Zahlen? Außerdem findet sich im blauen Begleitheft eine elementardidaktische Grundlegung. Darin geht es um die Rolle der Fachkraft, Methoden und pädagogisches Handeln, Nutzen von Alltagssituationen und das Schaffen von Lerngelegenheiten. Vielleicht vorab: Wer alles zählt, handelt es sich nicht um ein rezeptartiges Programm, das man Schritt für Schritt abarbeitet. Es handelt sich vielmehr um Impulse, die je nach Bedarf eingesetzt werden können. Mathe wird dabei als durchgängiges Prinzip in alltäglichen Situationen verstanden. Man könnte also sagen, im fachwissenschaftlichen Beitrag geht es um das Was und in der elementardidaktischen Grundlegung finden sich Informationen zum Wie. Genau. Vielen Dank, Lucia. Wir werfen jetzt mal einen Blick auf die Karten, nämlich das Herzstück von Alles zählt tatsächlich. Das sind diese 16 DIN A4 großen Karten. Die können Sie alle einzeln entnehmen und die haben dann die Möglichkeit, die dann mit in die Gruppenräume zu nehmen oder in die Bildungsbereiche. Und die Karten haben auch eine Lochung unten. Das heißt, die können mit einem Ring oder mit einem Karabinerhaken zusammengehalten werden. Auf den Karten finden sich dann konkrete Hinweise zur Umsetzung früher mathematischer Bildung im Kita-Alltag. Hier ist eine Übersicht der Karten. Die sind in 5 Kategorien aufgeteilt, die sich farblich unterscheiden. Wir schauen uns nun einzeln die Kategorien an, damit Sie mal einen Eindruck kriegen von der Vielfalt. Die Kategorie Denken, die beschäftigt sich damit, wie Kinder über Mathematik im weitesten Sinne philosophieren können. Es geht auch darum, wie Sie dabei ein räumliches Vorstellungsvermögen entwickeln können im Hinblick auf Formen und auf Raum-Lage-Beziehungen. Die größte Kategorie sind die Tätigkeiten. Dabei geht es darum, wie Kinder Muster und Strukturen erforschen, aber auch zeitliche Muster erleben. Auch der sinnliche Bereich wird mit einbezogen, etwa wie Kinder Strukturen ganzheitlich durch Tanz, Gesang und Gehörtes erleben können. Aber auch Klassiker wie Zählen, Vergleichen und auch das Messen findet hier seinen Platz. Die gelbe Karte hier, die Karte 8, widmet sich dann dem mathematischen Potenzial von Bilderbüchern. Hier finden Sie Anregungen, etwa wie Sie Impulsfragen stellen können den Kindern oder wie Sie die Bücher mit den Kindern mathematische Brille betrachten können. Die roten Karten zeigen Möglichkeiten, wie man dann diese vorhin erwähnten Regelspiele, Gesellschaftsspiele, aber auch Rollenspiele nutzen kann. Da wir alle wissen, wie wichtig der dritte Erzieher ist, also der Raum und das Material, darum beschäftigen sich dann die lilafarbenen Karten damit ausgiebig. Das sind unsere 16 Karten und nun werden wir uns mal 3 davon exemplarisch genauer anschauen. Die Karte Nummer 4, Kinder nutzen Zahlbilder und erfassen Anzahlen. Also auf der Vorderseite sehen Sie, sind immer diese 3 Boxen. Oben links findet sich die Impulsbox. Hier finden Sie Infos und Ideen zum jeweiligen Thema mit einer symbolhaften Illustration, die den Inhalt dann nochmal auf den Punkt bringt. Hier beim Thema Kinder nutzen Zahlbilder und erfassen Anzahlen
geht es darum, wie wichtig es eigentlich ist, dass Kinder Zahlen nicht nur als geschriebene Ziffer sehen, sondern sie auch als abstrakte Darstellung von Mengen begreifen. Also das, was dahinter steckt, weil erst dann können die Kinder Zahlen mit ihrer jeweiligen Bedeutung verbinden. Und wie Sie solche Inhalte aus dieser Impulsbox dann wirklich umsetzen können, finden Sie immer daneben in der großen Box mit Tipps für die Praxis. Hier etwa, dass die Kinder, hier oben der erste Punkt zum Beispiel, dass die im Alltag auch mit Strichlisten oder Punkten Zahlen bildlich darstellen können. Und unten finden Sie immer nochmal Querverweise zu den beiden beiliegenden Heften. Da können Sie nochmal genauer nachlesen, sich noch weitere Ideen und Input holen. So, jetzt wollen wir mal die Karte umdrehen. Weil auf der Rückseite finden Sie dann auf jeder Karte wirklich anschauliche Praxisbeispiele. Wir schauen uns die viermal im Detail an, dass Sie so ein Gespür dafür kriegen, wie alles zählt, so tickt mit seinen Beispielen. Hier zum Beispiel eine Kita, die freie Plätze bei Aktivitäten anschaulich für die Kinder darstellt, mit Magneten. Das können Sie auch gut bei sich umsetzen. Dann diese Blitzblickübungen, die vorhin auch schon Dr. Bödig angesprochen hat, bei der einfach eine gewisse Menge an Gegenständen mit einem Tuch abgedeckt wird und dann kurz gezeigt wird, diese Menge, und dann können die Kinder raten, wie viele Objekte sie gesehen haben. Dabei lernen sie dann wirklich Mengen zu erfassen, ohne wirklich einzeln abzuzählen. Kann man sehr gut mit Eierkartons machen. Dann gibt es hier Zahl wieder im Raum. Da ist der Tipp, dass man Treppenstufen zum Beispiel in der Kita mit Ziffern bekleben kann, aber auch mit Zahlbildern, also dass die Kinder auch noch einen anderen Input haben, etwa mit Würfelbildern. Und hier wird vorgeschlagen, dass Kinder mit Strichlisten auch wirklich aktiv arbeiten können. Das ist ein super Tipp auch für Eltern, für zu Hause, dass sie ihren Kindern Packlisten geben, vom Urlaub zum Beispiel oder vor dem Ausflug ins Schwimmbad oder in den Baggersee, die sie dann selbstständig lesen können, die Kinder, um ihren Koffer zu packen. Und solche Hinweise, Zusammenarbeit mit Eltern, finden Sie auf den Karten auch immer wieder, weil die Bildungspartnerschaft mit den Familien natürlich essentiell ist bei unserer Arbeit. Schauen wir uns noch zwei weitere Karten an. Auf dieser Impulskarte geht es um das mathematische Potenzial von Bilderbüchern, weil Kinder Dinge auf Bildern sehen zu lassen, das kennt man ja, aber es gibt auch vieles mehr. Man kann auch diese Blitzblickübungen zum Beispiel machen direkt im Buch, dass man was zuhält. Man kann mit den Kindern geometrische Formeln suchen. Man kann Raum-Lage-Beziehungen mit den Kindern thematisieren. Schau mal, wer ist denn über dem Bären oder wer steht denn hinter dem Baum? Und auf dieser Karte finden Sie dann viele Ideen dazu. Auf der Rückseite finden Sie auch wieder exemplarisch zwei Bücher auch. Tatsächlich auch dieses ist ja ein Boot nach Shangri-La. Das ist nämlich ideal eignet dafür. Aber auch exemplarisch hier so ein Wimmelbuch, weil diese Wimmelbücher sind oft eine wahre Schatzgrube. Da kann man wirklich viel rausholen, wenn man den richtigen Blick hat auf das Buch. Hier noch als dritte Karte, die wir Ihnen heute kurz zeigen wollen, sind die Rollenspiele, das mathematische Potenzial, die sie in sich bergen. Man könnte ja wirklich meinen, dass allein das Vorhandensein einer Spielkasse von Waren und Spielgeld diese mathematische Bildung bringt. Aber wie wir schon eben gehört haben im Vortrag, ist es erwiesen, dass dieses Potenzial nur so richtig genutzt werden kann, wenn wir das Spiel der Kinder als Fachkraft begleiten bzw. passende Impulse setzen. Das sehen wir ja auch sehr schön auf der Rückseite. Hier ist ein Spiel mit Eierkartons. Gerade diese 10er-Eierkartons, finde ich, eignen sich sehr gut, weil sie auch das Dezimalsystem abbilden. Man kann zum Beispiel als Fachkraft sagen, ein Ei kostet einen Taler, und dann die Kinder ermuntern, darauf zu achten, dass die Anzahl der Eier mit der Anzahl der gezahlten Taler immer übereinstimmt. Oder man sagt, ich hätte gerne 13 Eier in möglichst wenigen Schachteln. Oder ja, mach die Schachtel ruhig voll. Wie viele Eier passen denn noch rein? Und als Tipp, kleine Betrugsversuche regen die Kinder an, das erhaltene Geld immer wieder zu kontrollieren. Ja, vielen Dank, Philipp. Blättern wir nun das Praxisheft auf. Analog zu den Impulskarten, die Sie gerade gesehen haben, finden Sie hier zu jedem Thema kurze, prägnante Informationstexte. Diese kompakten Texte können zum Beispiel auch mal in einer Teamsitzung gelesen werden. Sie sehen das hier links. Bei mehr dazu sehen Sie Verweise zu den entsprechenden Impulskarten und zu den Inhalten im blauen Begleitheft. Also Sie merken, das Material ist immer aufeinander bezogen. Sie finden überall die Verweise, wo Sie die jeweiligen Informationen finden können. Außerdem finden sich hier, wie auf den Impulskarten auch,
Tipps für Eltern, die zu Hause umgesetzt werden können. Rechts von den Informationstexten finden Sie die Reflexionsbögen. Es handelt sich um Kopiervorlagen, deshalb sind die schwarz-weiß. So kann man die Bögen immer wieder benutzen. Das war beispielsweise ein Wunsch aus der Praxis, der im Entstehungsprozess kam, den wir gerne aufgegriffen haben. Mithilfe der konkreten Reflexionsfragen und Impulse kann sich ein Team beispielsweise bewusst machen, wie viel Mathe schon im Alltag der Kita steckt und wo vielleicht noch etwas mehr sein könnte. Die Bögen sind also nicht dazu gedacht, die Umsetzung einer Impulskarte im Nachgang zu reflektieren. Es geht vielmehr darum, den Ist-Stand in der Kita zum jeweiligen Thema zu erfassen. Wir können ja mal den Bogen genauer anschauen. Man kann sich jetzt beispielsweise vorstellen, dass man den Impuls Nummer 4 im Team bespricht. Philipp, wie könnte es jetzt beispielsweise in eurem Team aussehen? Ja, also wenn wir jetzt die Frage 4 jetzt mal thematisieren würden im Team, da steht ja: folgende Alltagssituationen nutzen wir bewusst, um Kindern Impulsfragen zu Raum-Lage-Beziehungen zu stellen. Da könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass eine Erzieherin sagt, ja, wir machen doch donnerstags immer die Exkursionen. Jeden Donnerstag gehen wir mit den Kindern los, um bestimmte Forscherfragen zu klären der Kinder. Und da passiert jetzt immer wieder mal, dass Kinder aus der Reihe tanzen. Und da frage ich oft ein Kind, sag mal, hinter welchem Kind läufst du denn eigentlich? Welches Kind läuft denn vor dir? Oder wer läuft denn hinter dir? Oder wer ist rechts neben dir? Also das könnte man, könnte ich schon vorstellen, dass es gesagt wird. Aber auch beim Tischdecken, die Kinder decken bei uns selbstständig den Tisch, auch mit einem Plan. Da könnte man auch sagen, wer sitzt denn rechts neben dem Kind, wo du gerade gedeckt hast, ist der heute da? Oder wo steht denn das Glas? Steht es hier links neben dem Teller oder rechts? Wo haben wir die normalerweise stehen? Genau, das sind so ein paar Sachen, die mir da einfallen würden. Okay, vielen Dank. Wie wäre es denn mit Impuls Nummer 5? In folgenden Situationen haben die Kinder Raumlagebeziehungen mit dem gesamten Körper erfahren. Ah ja, Raumlagebeziehungen mit dem ganzen Körper. Da könnte es sein, dass erstmal Schweigen herrscht vielleicht im Team, können wir vorstellen. Aber das sind vielleicht meine Kolleginnen, die den Körperraum betreut, also den Turnraum sozusagen bei uns, könnte sagen, ja, die Kinder, die klettern ja viel und toben und auch in der Vertikalen, da könnte ich mir vielleicht auch in Zukunft mehr ein Kind auch mit den Kindern das sprachlich thematisieren, etwa sowas wie auf dem Pickler-Dreieck. Ja, sag mal, wer ist denn gerade unter dir, schau mal, wer ist denn, oder über dir, oder wer ist denn hinter der Kiste gerade sich versteckt. Das könnte ich mir da vorstellen. Genau, man sieht, man kann dabei auch Impulse finden, was man im pädagogischen Alltag noch vertiefen kann und wo man vielleicht auch schon Dinge besonders gut macht. Kommen wir zum Anhang. Im Anhang des gelben Heftes findet sich relevante Fachliteratur. Die Fachliteratur wird in Form einer Tabelle dargestellt und es ist immer darauf verwiesen, in welchem Kapitel beispielsweise eines bestimmten Werks bestimmte Themen zu finden sind. Zum Beispiel zum Thema Raumgestaltung, wo finde ich vielleicht auch was zur Rolle der Fachkraft oder zum Thema Spiele. Es wird im Anhang außerdem auf das Modul Frühe mathematische Bildung aus dem Kooperationsordner des Landes Baden-Württemberg verwiesen und auf einen Film des Landes Baden-Württemberg vorgestellt. Und zwar der Film mit dem Titel Mathematik ist überall. Gerne möchten wir auch auf die Liste mit Kinderbüchern hinweisen. Wir haben hier Bücher mit besonders hohem mathematischem Potenzial aufgelistet. Und außerdem ist sicher für einige die Materialliste interessant. Wir zoomen deshalb hier nochmal rein. Sie sehen, es handelt sich hier vor allem um Alltagsmaterial. Es muss also nicht teures Spezialmaterial angeschafft werden. Meist haben alltägliche Materialien, die relativ preisgünstig sind, einen hohen Aufforderungscharakter für Kinder. Das wissen sicher die meisten, die mit Kindern arbeiten. Es geht also, wie der Titel sagt, um Mathe im Kita-Alltag und das bezieht sich auch auf das Material. Viele Materialien kann man zum Beispiel auch durch einen Aushang von Familien bekommen oder mit den Kindern sammeln, wie beispielsweise Steine oder Kastanien, Muscheln oder Ähnliches. Genau, also bei dieser Liste habe ich auch mitgenommen, als ich das gesehen habe oder auch im ganzen Prozess bei der Arbeit bei Alles zählt, dass wie wertvoll eigentlich alte Eierkartons sind, also vor allem in Verbindung mit Pappeiern.
Aber bitte vorher desinfizieren. Also tatsächlich habe ich jetzt gehört, dass da auch noch Salmonellen drauf sein können. Die sind oft auf der Eierschale. Aber bei 10 Minuten im Backofen bei 80 Grad kann man auch gerne mit den Kindern zusammen machen in der Kita. Steht dem Spielspaß nichts mehr im Wege. Auch die Schwämme sind super. Also eine Kollegin hat mal auch im Körperraum massenhaft diese kleinen Schwämme im Drogeriemarkt gekauft. Und auch Weinkorken können noch ein zweites Leben haben in der Kita. Sind auch sehr gut für das Material in großen Mengen geeignet. Die kann man auch gut bei Eltern sammeln. Gut, kommen wir nun zur Evaluation des Materials. Wie schon eingangs gesagt, haben wir eine relativ umfassende Evaluation gemacht. Wir zeigen jetzt nur kurz zwei Implikationen, da der Fokus heute auf der Vorstellung der Materialien liegt. Es haben 15 baden-württembergische Kitas an der Pilotphase teilgenommen. Das heißt, diese Kitas haben das Material von Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 erprobt. Zu Beginn und zum Ende haben die Fachkräfte dann jeweils Fragebögen ausgefüllt, die wir ausgewertet haben. Zum Zeugnis. Wir haben die Mittelwerte zur Bewertung der Materialien hier in dieses Zeugnis geschrieben. Und man kann sehen, dass die Bewertung der einzelnen Materialteile in einem positiven Bereich liegt. Also wir sind zufrieden. Das bezieht sich hier auf das blaue Begleitheft, von dem wir gesprochen haben. Die kurzen Texte, die Tipps für Eltern und die Reflexionsbögen beziehen sich auf das gelbe Heft. Auch der Anhang bezieht sich auf das gelbe Heft und die Impulskarten, die wir vorgestellt haben. Uns freut besonders, dass das Material wohl ganz unterschiedliche Impulse geliefert hat. Wie Sie sehen in dieser Darstellung, wurden vor allem Impulse und Angebote für die Arbeit mit den Kindern übernommen, ganz unten der Balken, aber auch Rituale oder Impulse für den Tagesablauf, für die Interaktion mit Kindern, für Material- und Raumgestaltung oder für die Zusammenarbeit mit dem Team und mit Eltern wurden genannt. Für uns ist das ein besonders interessantes Ergebnis, weil es zeigt, dass das Material nicht einförmig, sondern sehr vielfältig genutzt wurde. Jeder und jede kann quasi da anknüpfen, wo Bedarf besteht. Das hat sich auch in Bezug auf die Themen gezeigt. Es wurden ganz unterschiedliche Themenfelder erprobt. Das zeigt aus unserer Sicht, dass das Material, wie eingangs erwähnt, kein rezeptartiges Programm ist, sondern eben je nach individuellem Bedarf ganz unterschiedliche Impulse liefert. Wir ziehen deshalb am Ende unser Fazit. Alles zählt, eignet sich für den Transfer in die Praxis und wir freuen uns deshalb sehr, dass es ab heute genutzt werden kann. Nun sind wir auch schon am Ende des Vortrags und ich bedanke mich sehr herzlich für die Gelegenheit, heute das Material vorstellen zu dürfen. Wir wünschen viel Inspiration und Freude bei der Arbeit damit und wir freuen uns auch sehr über Rückmeldungen und Rückfragen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Genau, dann schließe ich mich an. Vielen Dank dafür, dass Sie alle so zahlreich zugeschaut haben. Das freut uns besonders. Und ich möchte noch was Persönliches sagen zum Schluss. Als ich für dieses Projekt angefragt wurde, dachte ich erstmal, oh, Mathe, ich weiß nicht. Also in der Schule hatte ich ziemlich Probleme in dem Fach Mathematik, habe auch keinen guten Bezug zu dem ganzen Feld. Aber als ich dann das ganze Konzept und die Inhalte gesehen habe, war ich echt sofort total begeistert und mir ist schnell klar geworden, wie wertvoll diese Impulse eigentlich sind. Also ich muss ehrlich sagen, ich wünschte, das Projekt hätte es in meiner Kita-Zeit schon gegeben, beziehungsweise, dass ich mehr solche Impulse bekommen hätte, dann glaube ich, wäre mir einiges leichter gefallen in der Mathematik später. Und deswegen appelliere ich auch an alle Fachkräfte, das doch auch auszuprobieren mit den Kindern. Es macht total Spaß und man erreicht sehr viel damit. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Dr. Teuscher, lieber Herr Mohila, vielen herzlichen Dank für die umfassende Vorstellung der Materialien und auch die vielseitigen Beispiele für die Arbeit mit den Kindern für unsere Teilnehmer. Meine lieben Gäste, sehr interessante und gewinnbringende Vorträge liegen jetzt nun hinter uns. Wir konnten zunächst mit Hilfe von Frau Professor Dr. Dagmar Bönig einen Einblick in die wissenschaftliche Sicht der frühen mathematischen Bildung gewinnen und jetzt anschließend durch Frau Dr. Lucia Teuscher und Herrn Philipp Mohila in ein konkretes praktisches Tun mit den Kindern eintauchen.
Auf dieser gemeinsamen Grundlage möchten wir Ihnen nun in einer Gesprächsrunde die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und gemeinsam mit unseren Referentinnen und unserem Referenten in einen Austausch zu kommen. Für die Leitung dieser Fragerunde übergebe ich das Wort an meine Moderationskollegin Frau Seeger aus dem Forum Frühkindliche Bildung Baden-Württemberg und bedanke mich schon hier für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Frau Utz, und mein herzlicher Dank geht natürlich auch unseren Referenten, Frau Professor Dr. Bönig, Frau Dr. Teuscher und Herr Mohila für die sehr interessanten Impulsgespräche. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Chat haben uns bereits mehrere Anregungen, aber auch Fragen erreicht. Vielen Dank für Ihre Beteiligung. Dies möchte ich jetzt gerne aufgreifen und an unsere Referentin und unseren Referenten gerne stellen. Zu Beginn kam tatsächlich eine ganz praktische Frage, einmal, wo finde ich denn überhaupt das Material? Und da möchte ich gerne die Frage an Frau Petiot-Becker richten. Frau Petiot-Becker, kann denn das Begleitheft oder die Materialien auch erworben werden in Printversion? Ja, das ist möglich. Wir haben den Druckauftrag gestellt, liegen aber jetzt etwas hinten, weil wir durch die Pandemie Schwierigkeiten haben. Die Druckereien haben nicht genügend Papier. Das heißt, das Material ist leider noch in der Druckerei, ist noch im Entstehen. Und sobald wir das zur Verfügung haben, können Sie es bei uns auch bestellen, dass wir Ihnen das zusenden. Wir würden diese Informationen bezüglich des Materials auf der Homepage kindergarten-bw.de vermerken. Dort können Sie aber schon jetzt, und zwar auch da haben wir dem Betreuer der Homepage den Auftrag gegeben, das heute im Laufe der Veranstaltung einzustellen. Also Sie können dort das Material auch herunterladen und können dieses Material für sich auch ausdrucken oder auf Ihren Computer laden. Vielen herzlichen Dank für die Auskunft. Vielleicht noch eine Ergänzung. Das Material, wenn es gedruckt angefordert wird, kostet natürlich nichts. Das sind doch tolle Nachrichten. Ich glaube, da ist jetzt für jeden was dabei, einmal im digitalen Format, aber dann auch zukünftig in Printversion. Vielen herzlichen Dank, Frau Petiot-Becker. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, war nochmal zu dem Thema Spielmaterialien. Sie haben ganz viele Beispiele gebracht, wie im Kita-Alltag mathematische Vorläuferfähigkeiten gefördert werden können. Und jetzt war doch noch mal auch die Frage nach geeigneten Regelspielen. Beispielsweise wurde schon, da ist der Wurm drin benannt. Gibt es denn weitere Regelspiele, die Sie empfehlen können, um mathematische Vorläuferfähigkeiten zu fördern? Ich fange mal einfach an. Einige von Ihnen werden sicherlich in der Kita Halligalli haben. Das ist ja ein Klassiker, den ich schon aus Kindertagen noch kenne. Das ist ein gutes Spiel, um dieses, was man mit Blitzblick bezeichnet, im Spielkontext zu üben. Das Spiel mit das Wurmspiel, das ist speziell für den Bereich Größen und Messen gedacht. Damit haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann gibt es natürlich Mensch, ärger dich nicht und Varianten davon, die Sie auf jeden Fall nutzen können. Würfelspiele, wo es darum geht, mit Würfelaugen vorwärts zu setzen, eignen sich generell für die mathematische Förderung. Und was ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, das sind zwei Dinge. Das ist einmal das Clip-Clap. Das ist allerdings etwas, wo Sie nicht so ganz geräuschempfindlich sein dürfen, weil es werden jeweils Klappen umgeschlagen und wenn das viele Kinder auf einen Schlag tun, dann kann das richtig unangenehm werden über einen längeren Zeitraum. Aber es ist ein grandioses Spiel, was man wirklich gut einsetzen kann. Und ein zweites, das ist ein Kartenspiel, was man auch für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen nutzen kann, aber etwas ältere Kinder profitieren davon mehr. Und das ist Pik 10. Das habe ich, meine ich, auch als Foto gehabt, ganz zum Schluss. Und von daher ist es auf der Präsentation in dem Literaturteil auch erwähnt,
wo Sie das bekommen können, mit welchem Verlag. Aber das sind die Dinge, die mir so ad hoc einfallen, die Sie auf jeden Fall gut nutzen können. Dann würde ich vielleicht ganz gern ergänzen und sagen, wir haben aus dem Projekt raus auch einen Artikel in der Kita aktuell in der Herbstausgabe veröffentlicht, der heißt Spielt mehr Spiele. Da findet sich auch eine Liste mit einigen Spielen, die auch aufgegliedert sind nach den jeweiligen Bereichen der mathematischen Bildung. Und es geht da auch nochmal stark um das Thema, wie sinnvoll auch Spiele sind, um sie Eltern an die Hand zu geben. Weil natürlich Spiele durch die Spielanleitung, sage ich jetzt mal, oder einfach auch durch das, dass sie gängig sind, wie Mensch ärgere dich nicht, was ein hohes mathematisches Potenzial hat, oder Malefiz, was viele einfach auch kennen und daheim haben, ja sehr gut geeignet sind, um auch im häuslichen Umfeld eingesetzt werden zu können. Es braucht da keine große Schulung oder Sonstiges, sondern es ist sehr, sehr alltagsnah auch für Familien und hat auch noch viele, ich sage jetzt mal, soziale Komponenten, die sinnvoll sind. Vielen herzlichen Dank für die Anregung. Jetzt hat eine Teilnehmerin auch noch ein weiteres Spiel im Chat genannt mit Skippo als Beispiel, was wohl die Kinder in ihrer Einrichtung sehr gerne spielen. Vielen Dank auch noch für die Ergänzung an der Stelle. Wenn Sie jetzt gerade schon das Thema häusliches Umfeld ansprechen, inwieweit kann man denn auch Eltern in die Förderung der mathematischen Vorläuferfähigkeiten einbeziehen? Ich kann gerne auch da nochmal anfangen. Wir haben ein Projekt gemacht, wo es darum ging, Eltern einzubinden. Und das waren Eltern von Kindern, die nicht Muttersprache Deutsch hatten. Das ist gar nicht so einfach. Und das, was sich bewährt hat, ist auf jeden Fall so ein Auftakt-Workshop, wo einige der Materialien, die wir in dem Projekt genutzt haben, und das waren Spiele und Bilderbücher, einfach gespielt worden bzw. vorgelesen worden ist zu dem Zeitpunkt. Und die Eltern waren mit dabei und haben mitgespielt, sodass die Materialien auch kennengelernt haben. Das war sozusagen als erstes so, um die Schwelle, dass das irgendwas ganz Komisches ist, abzubauen. Dann bedurfte es aber, und das hängt sicherlich jetzt mit dem Umfeld zusammen, gerade bei diesen Eltern wirklich noch zweier zusätzlicher Workshops, um zu erläutern, wie werden eigentlich Bilderbücher vorgelesen. Das ist überhaupt nicht Wissen, was in alltäglichen Familien verfügbar ist. Und wie spielt man mit Kindern zusammen? Auch das ist etwas, was in diesen Familien zumindest nicht zum alltäglichen Geschäft gehört. Und das muss man einfach wissen. Und wenn man das anbietet, dann kommen einige, nicht alle, selbstverständlich. Aber man kann damit, glaube ich, schon Kinder anregen. Und wir haben das so gemacht, dass wir dieses Material ausgeliehen haben am Wochenende für die Familien. Und über die Kinder, die haben dann gesagt, so, wir wollen jetzt spielen oder lies mir mal was vor, sodass die das dann eben auch da reintragen konnten. Auch das, wie gesagt, ist unterschiedlich gut gelaufen. Das hängt sehr von der elterlichen Situation ab und die kann man nicht beliebig beeinflussen. Vielen herzlichen Dank für die Ausführung. Im Ordner oder Kooperationsordner des Landes Baden-Württemberg zwischen Kita und Grundschule gibt es ja auch durchaus immer wieder Praxisimpulse, was auch das Thema Zusammenarbeit mit Familien anbelangt. Vielleicht wollen Sie da ja auch noch mal reinschauen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist das Thema in Bezug auf Krippenkinder. Inwieweit sollte denn das Thema Klassifizieren, Ordnen bereits bei 1,5- bzw. 2-jährigen Kindern gemacht werden, angefangen werden, gespielt werden? Oder ist das eher eine Überforderung für diese Altersgruppe? Ich würde vielleicht was dazu sagen, Philipp, wenn du möchtest, kannst du auch ergänzen. Also meiner Erfahrung nach oder meiner Einstellung nach sollte es nicht so sehr stark um eine Begrenzung auf Altersstufen gehen, sondern Kinder im Krippenalter zeigen durchaus auch schon Interesse an mathematischen Themen, wie jetzt gerade Klassifizieren und Ordnen oder ja, gerade beim, ich sage jetzt mal, beim Aufräumen in der Kita ist es ja schon so, dass man die Dinge, dann hat man eine Kiste für die Schleichtiere und
eine Kiste für die Autos und dann fängt es ja im Prinzip schon an, das eine mache ich dahin, das andere mache ich dorthin. Also das ist was, denke ich, wo man nach dem Interesse der Kinder oder nach den Tätigkeiten der Kinder schauen kann und da vielleicht auch schon Impulse reingeben kann und das quasi in die Alltagsroutine einbauen kann. Und gerade eben beim Klassifizieren, denke ich, ist das durchaus gut möglich, das schon im Krippenbereich zu machen. Bei uns sind auch die Rahmenbedingungen so gegeben im Kita-Alltag, dass die Kinder im U3-Bereich sich auch schon selbst verwalten durch zum Beispiel diese Pinnwand. Wir haben eine Pinnwand mit diesen geometrischen Mustern, wo sie sich selber anpinnen. Ich finde, da fängt es einfach schon an. Also, dass man den Kindern auch die Möglichkeit gibt, auch die Menge zu erfassen, wie viele Kinder sind schon im Bereich, dass man das dem Kind zutraut, sich auch selber an der richtigen Stelle anzupinnen. Ah, da ist noch ein freier Platz, da gehe ich hin. Das sind alles so Dinge, die man im Alltag nutzen kann, auch im U3-Bereich natürlich analog, so wie bei den Großen auch. Was man auch machen kann, beispielsweise ist Socken zocken. Da gibt es ein Spiel, aber das kann man auch mit den Kindern so spielen, mit ganz normalen, mit den Socken sozusagen, dass man die Socken in die Mitte macht und die Kinder dann das passende Gegenstück finden. Das ist auch durchaus was, was man schon mit Kindern unter 3 machen kann. Also solche Dinge kann man durchaus gut im Alltag einbauen. Vielen herzlichen Dank. Eine Frage, die jetzt gerade auch noch mal in Bezug auf Spiele kam, ist das Thema Bewegungsspiele. Inwieweit können Sie auch Beispiele für Bewegungsspiele zur Förderung der mathematischen Vorläuferfähigkeiten nennen? Da fällt mir jetzt gerade spontan was ein. Das hat meine Kollegin gesagt, Atomfangen. Das fand ich ganz spannend, dass die Kinder sich quasi zu Molekülen zusammenfinden. Also, dass man, die Kinder laufen umher im Hof und dann der Spieler, der Spielleiterin ruft eine Zahl, zum Beispiel 3. Und dann finden die Kinder sich selbstständig in Dreiergruppen, halten sich an den Händen fest. Oder einmal hab ich auch mal dann die Zahl gesagt, so wie viele Kinder wir auch anwesend waren, habe ich dann 12 gerufen. Und dann haben die Kinder ewig gebraucht, bis sie verstanden haben, wir können gar nicht 2 Gruppen mit 12 machen. Da kommen auch ganz tolle Gespräche zustande bei diesem Spiel. Also die fangen dann wirklich auch an zu philosophieren und auch ganz kreative Lösungen zu finden, um die Gruppen richtig aufzuteilen. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Obstsalat ist auch so ein Spiel, ne? So mit dem Kategorisieren, Klassifizieren, dass man sagt, ja, ist ein Klassiker, das kennt, glaube ich, jeder hier. Die fangen mir spontan ein. Was es auf jeden Fall immer noch gibt, althergebracht, das sind die Hüpfekästchen. Und das ist auch ein wunderbares Spiel, mit dem man mathematische Kompetenzen befördern kann. Ja, oder Philipp Ohide hat vorhin schon auf Muster, Tanzen und Singen hingewiesen. Natürlich kann man auch Muster, sage ich mal, mit Liedern verbinden und das auch tanzen. Also, dass man zum Beispiel einen Rhythmus mit bestimmten Bewegungen verbindet und das dann in der Regelmäßigkeit macht, was ja auch schon, sage ich mal, in die Richtung Mathematik geht oder sehr stark mathematisch ist. Vielen herzlichen Dank. Ja, was das Thema Visualisieren anbelangt, kam noch eine Frage zu dem klassischen Tangramm-Legen, zur Visualisierung und Benennung von geometrischen Figuren. Inwieweit halten Sie denn diese Methode als sinnvoll in der Anwendung in Kindertageseinrichtungen? Ich fange mal an. Das Tangramm-Spielen können Sie auf jeden Fall einsetzen. Ich bin ein bisschen vorsichtig bei dem Benennen der Figuren, wenn sie sozusagen sofort mit Fachbegriffen agieren. Wenn die Fachbegriffe von den Kindern spontan genannt werden, ist das völlig in Ordnung und ich würde sie auch weiter dann verwenden. Aber Kinder in einem bestimmten Alter machen das auf jeden Fall noch nicht, sondern bezeichnen diese Objekte eigentlich mit Gegenstandsnamen. Was weiß ich, ein Rechteck ist dann eine Tür. Und das ist im ersten Zugriff völlig in Ordnung. Es geht in Kita aus meiner Sicht nicht zwingend darum, Fachbegrifflichkeiten zu lernen. Zumal es dann ja auch oftmals nur die Worte sind. Und viel wichtiger für den Erwerb des Begriffs Rechteck oder Viereck oder was auch immer Sie sich vorstellen können, sind die Eigenschaften dieser Figuren. Dass Kinder also nicht nur den Namen nennen können, sondern Eigenschaften erwerben. Also ein Rechteck besteht zum Beispiel aus 2 Quadraten und das kann ich durch Legen sehen.
Solche Dinge, die sind viel wichtiger. Also diese handelnden Übungen, zum Beispiel mit Tangram, sind in Ordnung. Das andere, man muss sich über diese Sachen verständigen können und dann schauen, was nutzen die Kinder. Und das lässt man einfach so stehen. Und wenn die Kinder das Wort Dreieck oder sowas benutzen, sollte man es natürlich klären und darf es auch weiter benutzen. Aber ich würde nicht daraus ein Lernszenario machen. Wir lernen jetzt die Worte. Das bringt in der Regel nichts. Inwieweit ist denn aus Ihrer Sicht das Zahlenlernen sinnvoll? Eine Teilnehmerin hat geschrieben, meines Wissens nach, komm mit ins Zahlenland ist tatsächlich nicht so effizient und insbesondere auch für den späteren schulischen Lernweg. Können Sie dazu was sagen? Ja, da kann ich was zu sagen. Da kann ich nur zustimmen. Das ist so. Das ist das, was ich in meinem Vortrag auch kurz oder worauf ich angespielt habe. Das ist ein Konzept, ein sozusagen Rundum-Sorglos-Paket, was man käuflich erwerben konnte, wo auch früher entsprechend Fortbildungen zu angeboten worden sind. Jede Zahl ist durch eine vermenschlichte Figur dargestellt und die erleben dann in den Geschichten Abenteuer. Und dann, was weiß ich, wird die 4 krank und hat in ihrem Raum dann einen Tisch mit 4 Beinen. Also solche Geschichten werden da drum gestrickt. Das ist etwas, was bezogen auf das Lernen in der Grundschule kontraproduktiv ist. Und das wird insbesondere schwächeren Kindern zu schaffen machen, nicht den Leistungsstärkeren. Die, ich habe ja schon gesagt, die lernen trotz Sachen, die um sie herum passieren, das Richtige. Aber da kann es passieren, also für die 4, die steht für ganz, ganz viel verschiedene Sachen. Es ist eine abstrakte Geschichte. Und die 4 ist kein Mensch und hat keine Augen und keine Hände oder nicht sonst was. Also diese Geschichte, die kann das, was man nachher anstrebt, dieses abstrakte 4, die kann das versperren. Muss nicht, kann aber. Und deshalb ist es aus meiner Sicht nicht günstig. Es gibt auch einige empirische Untersuchungen, wo das als Vergleichsmaterial mit oder als Konzeption mit herangezogen worden ist, wo es auch zumindest auf lange Sicht schlechter abgeschnitten hat. Kurzfristig haben alle diese Programme Erfolge, aber es kommt ja dann immer auf die lange Sicht an. Und man muss natürlich zusätzlich diese Materialien alle erwerben. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig, zumal, so wie ich es kenne, es zumindest auch so ist, dass eine Zahl nach der anderen eingeführt wird. Das ist etwas, das würde man aus mathematikdidaktischer Sicht überhaupt nicht so machen, weil die Kinder sind unterschiedlich weit. Einige, die können schon bis 10 locker zählen und da macht es überhaupt keinen Sinn, die 1 einzufügen als eine Zahl und die anderen erstmal links liegen zu lassen, sondern da ist es viel, viel günstiger, von Anfang an alle Zahlen, die auf dem Markt sind, die Kinder nutzen, zur Verfügung zu stellen. Und es gibt im Kindergarten, und das zeigt dieses Programm ja sehr, sehr schön, so viele Möglichkeiten, das interessant zu machen, sodass man das, was das Zahlenland zusätzlich bietet, nicht braucht, aus meiner Sicht. Vielen herzlichen Dank. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist, wie wirken denn Faltarbeiten sich auf die mathematischen Fähigkeiten aus, zum Beispiel das Papier zur Hälfte falten? Gut, fange ich mal auch mal wieder an. Das Falten generell ist etwas, was unbedingt in der Kita einen Platz haben soll. Es geht da natürlich zunächst einmal vielleicht vordergründig um motorische Fähigkeiten, die erworben werden. Und da könnten Sie natürlich wieder sagen, so, das braucht die Schule, damit die dann sinnvoll weiterarbeiten können. Das ist aber nicht allein wichtig, sondern ich glaube, das ist in dem Begleitheft auch sehr schön nochmal erläutert für den Bereich Raum und Form, ist die visuelle Wahrnehmung äußerst zentral. Und bei der visuellen Wahrnehmung gibt es verschiedene Unterkompetenzen.
Und da in diesem Zusammenhang werden bei dem Falten und zum Beispiel die zur Hälfte Falten, werden diese visuellen Wahrnehmungskompetenzen geschult. Und die sind ein wichtiger Baustein, um später im Grundschulunterricht auch das, was wir mit Raumvorstellung bezeichnen, entwickeln zu können. Also von daher, wo immer es möglich ist und sinnvoll eingebunden werden kann, auf jeden Fall machen. Vielen Dank. Nochmal eine ganz andere Frage tatsächlich. Wie kann man denn beispielsweise Kinder unterstützen, die einen geringen Zugang beziehungsweise kaum oder kein Interesse an Mathematik zeigen? Ja. Also ich kann mir das, ist schwierig, das zu formulieren, zu sagen, dass ein Kind kein Interesse an Mathematik hat, weil Mathematik ist ja so breit gefächert. Also Mathe ist mehr als nur Division, Multiplikation und Ziffernschreiben. Es geht ja wirklich auch um diese, wie wir schon gesagt haben, die Raumlage, Beziehungen. Es geht um Muster, Strukturen. Und ich glaube, das sieht man in dem Material auch ganz schön, wie vielfältig einfach die Möglichkeiten sind, verschiedenste mathematische Kompetenzen zu fördern, dass da für jedes Kind was dabei ist. Und ich glaube auch, ein Kind wird auch nicht sagen, oh nee, das mache ich nicht, das ist Mathe. Es ist einfach, man kann das alles an Interessen der Kinder ansetzen und da macht jedes Kind mit und hat Freude daran. Oder Lucia, was meinst du? Ja, ich hätte das genauso gesagt. Also es geht letztendlich gerade in der frühen Bildung ja sehr stark auch um die Interessen, die individuellen Interessen der Kinder als Zugang sozusagen oder ja, stehen im Zentrum. Und da ist natürlich die Frage bei so einer breiten Fächerung, wenn man alle Bereiche anschaut, wo ist vielleicht das Interesse des Kindes? Vielleicht ist es ja im musikalischen Bereich oder man kann sich über Perspektiven mit dem Kind unterhalten und man kann mal zum Beispiel auf einen Turm, einen Ausflug auf einen Turm machen und von oben die Dinge anschauen und dann darüber ins Gespräch kommen. Und die anderen mathematischen Bereiche kommen dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Also so grundsätzlich, dass ein Kind so gar kein Interesse an allen Teilbereichen, sage ich jetzt mal, hat, das kann ich mir nicht vorstellen, beziehungsweise vielleicht gibt es dann ein Thema, für das sich das Kind interessiert, wie beispielsweise Feuerwehr, und es ist Feuer und Flamme für das Thema Feuerwehr, und man kann dann eben über das Thema Feuerwehr beispielsweise mathematische Themen oder Impulse mit reingeben, indem man ein Bilderbuch anschaut zum Thema Feuerwehr und schaut, wo ist da vielleicht das mathematische Potenzial, das sich einfließen lassen kann. Also das wäre jetzt so meine Idee dazu. Würde ich auch nochmal sehr unterstreichen, wenn man die Interessen der Kinder kennt, dann kann man ein Stück weit leichter gucken, wie solche mathematischen Lerngelegenheiten für dieses Kind vielleicht möglich sind. Was immer gut funktioniert, wenn Sie Spiele einsetzen, dass einfach sich ein paar Kinder zusammensetzen und dann möchte ein Kind in aller Regel mitspielen, weil es nämlich gar nicht weiß, dass es sich bei dem Spiel um Mathematik handelt. Und in aller Regel bespricht man das ja auch nicht, wir machen jetzt Mathematik in der Kita, sondern man macht einfach etwas, das Spaß macht und was über Spielen oft geht. Und in solchen Settings habe ich es sehr, sehr selten erlebt, dass Kinder nicht mehr mitspielen. Es sei denn, sie haben wirklich Strategiespiele, die Kindern, die wenig Vorwissen haben, sozusagen, dass die immer wieder verlieren. Dann verlieren die natürlich den Spaß daran. Solche Spiele sind Gift. Aber bei den meisten Spielen, die wir haben, sind es ja so eine Mischung aus vielleicht Glück und ein bisschen Strategie. Und sowas muss man dann eben raussuchen, sodass diese Kinder auf jeden Fall diese Begegnung bekommen mit Mathematik. Die Interessensgebiete sind unterschiedlich gestreut, wie bei jedem anderen Fach auch. Und natürlich soll man auch Kinder, die vielleicht von sich aus wenig zugreifen, nochmal eben möglicherweise mit bestimmten Interessensgebieten entsprechend unterstützen, wenn das irgendwie möglich ist. Vielen herzlichen Dank für die Ausführung. Der Chat ist auch sehr rege mit Beispielen, die benannt werden. Jetzt vielleicht noch mal eine Frage dazu. Würden Sie sagen, Mathematik ist eigentlich ein Querschnittsthema in allen Bildungsbereichen, die es gibt?
Ja, so ein Querschnittsthema finde ich schwierig. Eigentlich ist Mathematik was Eigenständiges. Es ist eine bestimmte Sicht auf die Dinge und eine Sicht, die andere Bildungsbereiche so nicht haben. Also diesen sehr starken Fokus auf Muster und Strukturen, das finde ich in keinem anderen Fach wieder. Das ist so typisch mathematisch. Und dass man sich mit Problemen auseinandersetzt und dauernd darüber rumknobelt, das ist auch, aber das findet man natürlich auch in anderen Bereichen, so ist das nicht. Und das, was vielleicht Kreativität, was man eher mit Kunst in Verbindung bringt, das gibt es natürlich in der Mathematik auch, aber sie gestaltet sich da einfach anders. Die Schönheit der Mathematik, die erlebt man dann zum Beispiel in einer besonders ansprechenden Struktur oder Regelmäßigkeit, die man möglicherweise als schön empfindet. Also von daher würde ich eher nicht Querschnitt sagen, sondern es ist ein bestimmter Blick auf die Welt und diesen Blick muss ich einnehmen. Ich kann auch einen anderen einnehmen und ich glaube, man muss einfach mit Kindern sehr ehrlich sein und sagen, du, heute nehmen wir mal den mathematischen Blick ein oder eben diesen Teil und morgen machen wir wieder was anderes und das ist in Ordnung. Na, man muss nicht immer die mathematische Perspektive wählen, sondern in vielen Fällen ist die auch nicht am Platz. Vielen Dank. Nochmal eine ganz praktische Frage war zum Thema Essen und Tischdecken. Inwieweit können Sie da nochmal Spielempfehlungen geben, die dort auch die mathematischen Vorläuferfähigkeiten stärken? Also, ich fange mal an. Ich denke, das Tischdecken an sich hat ja schon einen sehr hohen mathematischen Wert oder Gehalt. Also, wenn die Kinder immer in einer bestimmten Art und Weise die Teller und Messer und Gabel und Becher hinstellen, dann ist das ja schon sehr stark im mathematischen Bereich. Was vielleicht gemeint ist oder was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass es sicher sinnvoll ist, Reime oder Tischsprüche an den unterschiedlichen Wochentagen zum Beispiel unterschiedliche Tischsprüche zu nehmen und quasi die Kinder dann am Anfang des Mittagessens zu fragen, was ist heute für ein Tag? Dann heute ist Montag und was haben wir montags für ein Tischbuch? Da kommt dann nochmal so ein bisschen das Thema Strukturierung der Woche rein, also was ja auch wieder eine bestimmte Struktur hat. Und man kann das quasi damit einfließen lassen. Und die Kinder ja, haben auch so einen Wiedererkennungswert und freuen sich dann auch, wenn sie wissen, heute ist Montag und da ist 10 kleine Fische zum Beispiel als Tischbuch und dienstags ist eben was anderes. Also das würde mir jetzt dazu noch einfallen als Zusatz zu dem eigentlichen Tischdecken, was ja doch schon einen sehr hohen mathematischen Wert hat. Mir fällt ein, dazu ist kein Spiel zwingend, sondern wir haben das so gelöst, dass die Kinder 10 Minuten oder Viertelstunde vor dem Essen in die Essgruppen quasi geschickt werden, die den bestimmten Dienst haben, also die Teller, die Kinder, die Glasdeckkinder. Und die decken die Tische selbstständig, wie gesagt. Und wir haben einen Sitzplan an der Wand hängen. Und ich finde es sehr herausfordernd persönlich, immer zu wissen, wo sitzt welches Kind. Ein Kind fehlt heute, welcher Teller bleibt, welcher Platz bleibt ungedeckt. Und ich bewundere das wirklich, wie das schon Dreijährige besser, viel besser können als ich, die dann zu mir sagen, Philipp, nein, der ist doch heute gar nicht da. Oder hier liegt doch der Florin und so. Also, dass man den Kindern diese Möglichkeit gibt, jetzt nicht im Spiel, sondern wirklich ganz alltags, ganz praxisbezogen, sich da selbstständig das zu machen. Auch die Dienste bei uns, wer Tische wischen hat, wer Hegen hat, ist bei uns auch tabellarisch alles aufgezeigt. Da können die Kinder sich auch selbstständig orientieren. Fällt mir jetzt dazu ein. Klasse, vielen herzlichen Dank noch für die Praxisbeispiele, die Sie eingebracht haben. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, daher würde ich gern zur abschließenden Frage kommen. Die geht nochmal an Sie, Frau Petio-Becker. Es besteht ein unheimlich großes Interesse im Chat an diesen Materialien. Und jetzt kam nochmal die Frage auf, inwieweit können denn vielleicht auch die Materialien schon vorbestellt werden oder kann man sich registrieren, wenn man diese in der Printversion haben möchte? Also sobald wir diese Materialien haben, geben wir Nachricht über die Homepage und dann können Sie sich sofort melden und wir geben die in den Versand. Wir wollen ja, dass Sie mit den Materialien arbeiten können und so schnell wie möglich. Das war ja unser großes Anliegen. Ich habe es zu Beginn gesagt, dass Sie eben Praxis
für die Praxis einzusetzen sind, einfach einzusetzen sind und dass sie ganz, ganz viel dazu machen. Insofern, sobald die Druckerei sagt, sie haben genügend Papier, sie haben gedruckt, sie können liefern, tun wir das natürlich auch. Perfekt, wunderbar, vielen Dank. Und dann wirklich noch die allerletzte Frage: An dem Projekt besteht auch großes Interesse, auch falls es Nachfolgeprojekte geben sollte. Inwieweit erfahren denn die Kindertageseinrichtungen von solchen Projekten und können sich gegebenenfalls auch beteiligen? Soll ich was dazu sagen, Frau Bettina Becker, oder wollen Sie? Ja, wollen Sie wegen Folgeprojekt, können Sie was sagen? Kann ich gerne machen. Also wir haben beispielsweise bei diesem Projekt Ausschreibungen gemacht über den Infodienst Kindergarten. Und so ist eigentlich auch der Weg üblicherweise, dass wenn wir quasi sowas machen und also dann natürlich sehr gern mit der Praxis und sehr gern mit interessierten Personen. Wir haben auch in dem Projekt probiert, ganz viele verschiedene Perspektiven einfließen zu lassen. Sie sehen das dann in dem umfassenden Impressum. Wer da alles mitgearbeitet hat. Und ja, wie gesagt, es geht in der Regel über den Infodienst Kindergarten, Ausschreibungen beispielsweise. Es gab in dem Fall eine für die Mitarbeit und für die Praxisbeispiele. Und zum anderen gab es eine für die Pilotierung, also für die Erprobung und die Teilnahme an der Evaluation. Und so ist es in der Regel auch bei Folgeprojekten, auf die wir natürlich auch hoffen, sage ich jetzt mal. Prima, vielen Dank. Ja, dann darf ich abschließend jetzt noch das Wort an Sie übergeben, Frau Petio-Becker. Sehr gerne. Ja, ich möchte ganz kurz innehalten und sagen, wie es mir jetzt geht. Ich habe so richtig Lust, mich mit Kindern hinzusetzen, zu spielen, und zwar den spielerischen Zugang zur Mathematik zu finden, diese Mathematik auch mit ihnen wirklich umzusetzen. Ja, und man hat auch selbst Lust, wenn man heute Abend heimkommt, vielleicht auch mal wieder zu einem Brettspiel zu greifen und mal was anderes zu machen als das Übliche vielleicht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich an Sie, liebe Frau Professorin Bönig, die Sie heute aus dem Norden hier sozusagen in den Süden zugeschaltet waren. Sie haben uns sehr bereichert mit Ihrem Vortrag. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und vielen Dank auch für die vielen Anregungen, die Sie uns jetzt auch noch mal gegeben haben für die Praxis. Das war ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ich mache weiter. Liebe Frau Dr. Teicher, lieber Herr Muhila, Sie sprühen auch so richtig und man merkt Ihnen die Freude an. Die Freude am Umgang mit dem Thema, aber auch die Freude an dem Umgang des Themas mit Kindern. Und das inspiriert. Und das ist wirklich so ein Motivationsschub, den es heute Nachmittag gegeben hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das Material ist fantastisch. Und wir schauen, dass wir die Druckerei nochmal in Bewegung setzen. Und vielleicht können wir ja da etwas forcieren, dass es etwas schneller kommt. Bleibt mir Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ganz herzlich zu danken. Durch Ihre Einträge im Chat haben auch wir von Ihnen ganz, ganz viele Inputs bekommen, ganz, ganz viele Anregungen. Und ich glaube, dass der Herr Muhila auch für morgen in der Kita da einiges mitnimmt, die Frau Bönig vielleicht für ihre Arbeit aus diesen Rückmeldungen. Und wir freuen uns, wenn Sie heute so viel mitnehmen, dass Sie morgen in der Kita sagen, ja, ich starte jetzt damit. Und mit diesem Punkt verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit der Arbeit, in der Arbeit mit den Kindern und wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Abend. Vielen Dank an Sie alle. Machen Sie es gut.
Ja, dann möchte ich auch noch mal das Abschlusswort ergreifen. Ich glaube, die Reaktionen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Ihnen sprechen für sich. Ganz viel Begeisterung, die geteilt wird. Mir scheint schon fast so, als würden Sie das Material feiern, was uns sehr, sehr freut an der Stelle. Und die Begeisterung einfach nochmal darlegt. Vielen herzlichen Dank auch von unserer Seite an Sie, dass Sie heute mit dabei waren, liebe Frau Professor Dr. Bönig, Frau Dr. Teusche und Herr Mohila, aber auch Sie, Frau Petio-Becker und Frau Utzt, dass Sie die Veranstaltung heute bereichert haben. Und abschließend möchte ich Sie gerne noch auf ein paar Veranstaltungen des Forums Frühkindliche Bildung hinweisen. Zum einen findet am 10. März der zweite Forumstag des Forums Frühkindliche Bildung statt. Im Mittelpunkt steht hier das Thema Sicherung der Qualität aus unterschiedlichen Handlungsperspektiven, wo wir Sie sehr herzlich einladen. Unsere nächste Veranstaltung von Forum am Puls findet am 24. Februar von 16 bis 17 Uhr statt mit Frau Prof. Dr. Heidi Keller zum Thema Interaktion als Schlüssel zur Beziehung, die Rolle von Kontext und Kultur. Und dann abschließend zu diesem Quartal am 31. März der Vortrag zum Das Wohl von Kindern im Blick, verletzendes Verhalten gemeinsam verhindern mit Frau Prof. Dr. Remsberger-Kehm, Frau Prof. Dr. Boll. Nun wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Donnerstagabend, hoffentlich bald auch einen Feierabend, und wir freuen uns sehr, Sie bei der nächsten Veranstaltung von Forum am Puls wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.